Also zunächst ist mal Voraussetzung, dass ich mich erkundige, um was für eine Badestelle handelt es sich hierbei. Ist es ein bewachter See? Ist es überhaupt nicht bewacht? Und dann muss ich mich erkundigen, wie ist der Strand beschaffen, wie ist das Wasser beschaffen, hat es Untiefen, wie ist der Untergrund? Alles das sollte man sich, darüber sollte man sich Auskunft erholen, um dort nun einigermaßen sicher baden zu gehen. Ich empfehle aber trotzdem, an gesicherten Seen baden zu gehen, wo auch eine Wache der DLRG oder einer sonstigen Rettungsinstitution die Wache hält. Und dann sollte ich mich auf deren Auskünfte und deren Hinweise verlassen. Wenn ich aus der knalligen Sonne an den See komme, dann hat der Körper sich am Strand bereits erhitzt und das birgt die Gefahr in sich, dass ich dann, wenn ich in das kalte Wasser springe, mir doch erhebliche Schäden zufügen kann, sei es kreislaufmäßig oder herzmäßig. Das heißt also, ich kühle mich vorher ab und gehe dann behutsam ins Wasser. Ja, also mir sind die Gefahren bewusst, dass das am See gefährlicher ist, weil da keine Badeaufsicht ist. Und ich habe auch schon persönlich miterlebt, dass mein Vater zum Beispiel jetzt da einen Wadenkampf hatte und der war halt alleine. Und das sind natürlich so die Gefahren, weil das Wasser halt so extrem kalt ist und Untiefen da herrschen. Ja, er war vom Fußball auf dem Weg nach Hause und hat dann gedacht, okay, sich eben abkühlen und ist dann halt in den See gegangen und hat dann halt einen Wadenkrampf in Mitte vom See bekommen, bei dem er sich abgekühlt hat. Und wäre es halt kein Angler, dann wäre es halt schief gelaufen. Eine große Gefahr an den Badeseen oder an öffentlichen Gewässern ist immer die, dass Jugendliche und Erwachsene dort eine Party feiern, ausgelassen sind und dann im Übermut ins Wasser gehen. Da besteht die große Gefahr, dass man auch alkoholisiert ins Wasser geht und man sich völlig überschätzt. Da passieren die meisten Unfälle, weil man einfach nicht mehr sicher in der Lage ist zu schwimmen und sich über die Örtlichkeiten keine Gedanken mehr macht und einfach so ins Wasser rennt. Also alkoholisiert oder mit Übermut ins Wasser zu gehen, birgt die größte Gefahr. Und dort passieren eigentlich auch die meisten Unfälle.